Look at my life, feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Aber ich frage erstmal beide Teams, ob sie bereit sind. Oder muss ich. Ich frage erstmal dich, Inky, bist du denn bereit für das letzte Match? Ja. Ich warte darauf, dass es startet, damit ich rauchen gehen kann. Anstatt jetzt, wo es noch so unspannend ist. Ja, alles klar. Jupp, alles klar, plus, Alpha's ready. Aber dann hau mal rein. Alles klar. Ich gehe rauchen. Hau rein, Inky. Bis in einer halben Stunde. Eine Minute. Alles klar. Ladies and Gentlemen und diverse. Das letzte große Match beginnt. Und erstmal nochmal sehr schnell Good Luck, Have Fun. Nachträglicher die das natürlich jetzt spielen. Ich starte jetzt schon mal, um mein peinliches Gelaber zu übertünchen hier. Damit es schneller losgeht. Alles drin. Essen verstehe ich voll und ganz. Keiner mag die Map. Dass man vielleicht sagt, okay, vielleicht mag das Gegnerteam die Map nicht, weil sie darauf nicht so gut spielen können. Und deswegen wählen wir diese. Das ist zum Beispiel die Herangehensweise, die ich herleiten würde, warum Alpha jetzt diese Map genommen hat. Weil es ist sehr schnell entschieden für die Agenten. Hat auch schon mal länger gedauert. Bin sehr gespannt. Ich finde es aber auch sehr geil, dass jetzt jede Map einmal vertreten war. Auf Ascent jetzt zum Finale. Wir hatten jetzt Split mehrfach und Bind mehrfach. Und alles andere, Haven und Ascent, durften wir jetzt einmal erleben. Okay, alle haben wieder Sturmgewehre in der Hand. Netter Bug. Hoffentlich wird das auch mal demnächst behoben. Aber auf jeden Fall Good Luck, Have Fun an alle. Der ist jetzt hier noch begutachten und natürlich auch an die Spieler, die es jetzt natürlich nicht hören. Aber was soll's. Bin auf jeden Fall gespannt. A und B, da ist die Aufteilung. Bin mal gleich gespannt. Es geht aktuell eine Tendenz nach A. Genau. Ja, das ist ein absoluter A-Aufbau. Cookie hat sich jetzt für Brimstone entschieden. Also jetzt ist mal ein Brimstone im Team bei Alpha und ein Breach. Also damit haben sie zwei neue Agenten, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Auch interessant. Attention Pike machen das hier sehr gut. Stehen schon zu zweit für lang. Können jetzt eine frühe Info holen. Aber keine Warlord so dabei bei Pike, ja? Das ist Rainer am Start. Hat sich natürlich jetzt ein bisschen verzögern lassen. Kommt davor. Da ist das First Blood in diesem Match. Entry ist gefallen. A-Side ist frei. Brimstone zieht da noch direkt mit der Bombe drauf. Ach, wolltest du ein bisschen befreundet? Die Bombe ist jetzt gelegt, schon gespiked. Alpha eSport hat jetzt schon zwei Leute verloren. Oh, was für ein Jumpshot, aua. Kriegt aber einen mit. Ja, wir taken jetzt über den Heaven. Das war ein sehr guter Move. Damit hatten sie nicht gerechnet. Damit ist nur noch Brimstone übrig. Der kommt von lang. Wird jetzt hier auch Sway treffen. Brimstone Battle. Von dem her hat er den Aim-Vorteil, aber zwei Headshots und dann macht Comanche das. Erste Runde entschieden. Mehr darf Hangover auch nicht mehr gewinnen. Also wenn jetzt Alpha sämtliche Runden jetzt holt, die jetzt noch drankommen, dann können sie noch Zweiter werden. Ab den zweiten Runde von Hangover wäre es nicht mehr rechnerisch möglich für Team Alpha den zweiten Platz zu erreichen. Aber den dritten noch, oder? Ja, müssen nur gewinnen. Hä? Müssten doch nur gewinnen. Alpha muss jetzt theoretisch die nächsten 13 Runden gewinnen und sie werden Zweiter. Sobald Hangover jetzt die zweite Runde gewinnt, eine zweite Runde holt, ist das nicht mehr möglich. Aber muss man einfach mal schauen. Es gab heute auch natürlich wieder ein paar technische Fragen, aber darum sollte es erstmal nicht gehen. Also alle Teams waren auch rechtzeitig da, also alle sehr viel schneller als wir. Von daher, alle waren vorbereitet auf voller Leidenschaft jetzt hier. Viper hat eine gute Position, gute Info, um den Image zu nehmen, wird jetzt aber geholt, damit ist der B-Side frei. Brimstone könnte über Market noch versuchen, ein bisschen was dagegen zu drücken, aber ich denke, er wartet eher auf seine Mates für den Retake. Die gerade über Short schon versuchen, aggressiv zu werden. Beide tot. Sage kommt jetzt auch nochmal für Short. Das Mirror-Matchup und holt sich zumindest einen Frag. Ist ja auch interessant. Steht jetzt aber auch völlig alleine da mit einer USPS. Bitte? Comanche hat jetzt die Möglichkeit, das erste Ace dieses Turniers zu machen. Aktuell wäre die Lage. Wir wissen natürlich jetzt die Jinxen. Sieht natürlich jetzt nicht danach raus, weil er natürlich am weitesten weg ist. Aber finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Wir hatten kein Ace bisher in diesem Turnier.
Ob sie diesen Sage Typ. spielt das aber sehr ruhig, sehr langsam. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da eventuell noch ein oder zwei holen wird aus der Position raus. Ist natürlich jetzt aber im Zugzwang, weil der Spike natürlich Drei geplantet Ammo. ist. Long-Range-Duell gegen Diva gewonnen. Faika läuft jetzt über Short und über die Mitte und kann somit die Gegner komplett ausrotaten, die beide natürlich kompletten Fokus auf CT haben. Ja, Rayna sitzt. Jetzt wird eventuell verholt, Rayna hört ihn. Brimstone weiß jetzt auch Keine Bescheid. Ladungen übrig. Also einmal kann ich Piker noch hier, macht er auch. Na. Und wird jetzt das Duell in den Katakomben haben gegen Rayna und da muss er jetzt auch durch. Oder. Ah! Hat sich gegen Hat sich für den Safe entschieden in der letzten Sekunde. Und wird jetzt So, natürlich eingekesselt von Brimstone sucht Rayna. auch nicht mehr die Konfrontation, sieht aber noch gleich den Brimstone. Und wir haben das erste Ace dieses Turniers. Ja, Gratulation, Comanche. Kann man auf jeden Fall mal sagen. Nicht schlecht, so muss man auch würdigen. Alpha natürlich jetzt schon wieder aufgeteilt. Brimstone jetzt auch gleich am Spot. Diesmal sieht es mir nach B-Tendenz aus. Also rechnerisch ist es jetzt nicht mehr möglich für Alpha den zweiten Platz zu erreichen. Damit wäre ist der auf jeden Fall jetzt schon mal safe für Hangover. An sich müssten sie jetzt Ich stehe drauf, die Viper ist down, der Breach steht auch noch auf einer guten Karte für Comanche. Comanche hat entsprechend hatte die Chance. Jetzt beruhigt sich das Ganze, VB ist weggesmoked. Sie stacken derzeit zu viert da drinnen und im Market Brimstone Breach auch schon. CT, beide halten eigentlich noch den Eingang. Jetzt Brimstone genau zum richtigen Zeitpunkt sich auch umdrehen, um mit Raze in Duell zu gehen. Kann weiterhin Market halten. Und Rayna pusht jetzt von hinten aus. Nehme ihm die Sicht. Dennoch fetter Entry auf B bei Breach. Brimstone ist auch weg, damit ist die Zeit zumindest frei, aber Rayna kommt von hinten. Tenshi kann jetzt hier noch sehr viel Druck aufbauen. Auch wenn er in Unterzahl ist. Nein, er ist bekannt, aber du spielst wunderbar runter, keine Chancen mehr. Aber wieder mal die 2 gegen 1 Situation zum Ende. Es ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, dass Brimstone und Sage in beiden Fällen bei Hangover 96 die meisten Frags jeweils haben. Als Supporter-Rollen. Sind da doch sehr zum Fraggen unterwegs und der Rest hinkt noch ein bisschen hinterher. Braucht noch eine Möglichkeit zu finden ins Spiel. Braucht noch, sucht noch nach einer Möglichkeit ins Spiel reinzufinden. Strange auf Gut. Short, Tenshi gewinnt das Ganze Guter gegen Wiss, Start. Comanche ist auch down. Jetzt Hangover. müssen sich die anderen drei von Hangover 96 mal beweisen. Und man entscheidet sich auf jeden Fall zu rotieren, mit der Bombe Richtung A zu gehen. Eventuell wollen sie mit oben auch noch auf Contact gehen, die Viper oder sowas rausholen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man hier direkt lang durchschleicht und einfach hofft, dass Alpha Esports zu lange den B-Spot hält. Ja. Die Sage ist Möglichkeit aber ist hoch. auch jetzt schon mal langsam auf dem Weg. Sneakt sich auch Ja, zu jetzt ist es A. bekannt. Cypher, guck mal, Cypher hat mit da oben jetzt auf Contact gebaut, hat die Kamera und alles dahingestellt und einmal geschossen. Und damit ist jetzt bekannt, das wird wahrscheinlich ein A-Go, hat quasi den Rückzug von B gelesen. Sehr gutes Timing für Weil es ist auf der Alpha. Side down. Excel noch mit dem Entry und als letzter Rayna jetzt auf der Side war Steinnacken. Und die Möglichkeit, die Sage zu holen, muss ich hier zurückziehen und geschlagen geben. Ja. Wird gestunt, aber keiner pusht. Jetzt natürlich so ein Auge, das wäre was, ne? Und damit holt Alpha ihre erste Runde. Brauche Beute. Danke sehr. Alpha teilt sich jetzt neu auf. Viper geht in die Mitte, dafür geht Brimstone nach B. Jetzt wird mit oben angegangen. Sage geht langsam vorwärts mit der Operator. X-Men während der Zeit mit Viper. Mit unten wartend auch mit einer Operator. Die Kamera wurde nun gesehen, ist kaputt. Das ist Snipe.
Ja, das Timing war, glaube ich, einfach nur zu gut zu lesen. Nachdem die Kamera down war, einfach mit dem Pre-Am rumzuziehen. Das allein Duell mit Viper. Der zweite? Die Jagd beginnt. Deckung! Ulti ins Blaue von Raze. Mit die gehen jetzt auf der A drauf. Während der Zeit das gesamte E-Sport Alpha E-Sport Team am Umstellen. Halten aber sehr gut den A-Spot, deshalb was auch noch rausstirbt. Und ja. Man könnte hier rechtzeitig gereadet und sehr gut eingenommen, will ich behaupten. Also haben die sehr gut gehalten. Ich meine, natürlich war Hangover 96 in dem Fall auch in Unterzahl, aber das rechtzeitig lesen, trotzdem mal zu sagen, okay, wir stellen uns jetzt alle auf A, die kommen da bestimmt. Und dann gleichzeitig gegen agieren, das war gut gespielt. So, jetzt ein kleiner Wechsel. Die Viper, die steht jetzt auf dem B-Spot mit drauf. Lässt Brimstone da völlig alleine in der Mitte. Auch Richtung Rainer faced niemand. Also die Mitte wird komplett offen gelassen. Langsam tastet man sich vor B ran, guckt, ob man da an Informationen oder sonst irgendwas drankommt. Während der Zeit hat sich Alpha Esports, während der Zeit hat sich Alpha Esports halt aber auch schon um B drumherum versammelt. Rainer und Sage auch bereit, sofort zu verschieben. Viper mit der Ulti, ja, das ist halt komplett bekannt jetzt, dass die vor B sind. Ich meine, guck mal, die Rainer kommt von hinten, die hat das schon ausgeschlossen. Wenn jetzt nicht zu weit geht und ihr Leben doof und nützt, ihr habt dafür mit einer Orb rein. Jetzt kommt aber der Go. Rainer in die Falle getreten vom Cypher. Jetzt wird getradet und die Viper lebt noch. Hält hier Onside. Wenn die Viper stirbt, dann kann das Ganze gedreht werden. Ganz mieses Timing mit dem Wegdrehen. Aber die Doppel-Shotgun. Ist ein Bonus-Tisch. Ja, Viper auch noch mit dem und zweiten. Und Ausgleich. Kleines Mini-Comeback am Start. 3-3, da zeigt sich halt der Vorteil in Teamplay, ne? Wenn man rechtzeitig Informationen sammelt, man ordentlich die Informationen nimmt, aus dem was ausgeschlossen ist, dann steht man halt schon zu 5 Leute da. Und kann die Gegner einfach reinlaufen lassen. Ich finde es ja auch sehr verwirrend, dass so wenig um die Mitte gespielt wird. Also auch Ascent ist eigentlich so eine Map, wo die Mitte zu kontrollieren ganz, ganz wichtig ist. Weil wenn die Mitte kontrolliert wird, dann kann man theoretisch alles, was an Verschiebung passiert, sehen. Oder alternativ müssen die über T bzw. in CT-Spawn laufen und das braucht halt Ewigkeiten. Also die Mitte muss unter Kontrolle sein und das Team, was die Mitte kontrolliert, gewinnt auch die meisten Runden, egal ob T oder CT. Aber jetzt halt auch schon wieder komplett vor A aufgebaut. Ja, man... Auf Mitte ist... zurück. Auf Mitte ist nicht so das große Interesse da. Man tastet sich nicht so gerne an die Orb ran. Ja, aber genau deswegen, weißt du, eine Smoke oder eine Nade oder ein Slow Op, der da ordentlich hingeht und dann aimt man zu zwei Leute rein und dann tappt man halt die Viper weg. So meine Erfahrung, aber mit halt nie aggressen, die Gegner immer komplett pushen lassen, weil man halt auch zu 5 Leuten vor A steht, jetzt mit 5 Leute vor B. Gut, es gab jetzt zwei Entry Frags, das passiert. Aber trotzdem. Viper mit einem sehr schönen Gifting. Lässt Market jetzt aber fallen, versucht mit Breach zusammen über den CT zu kommen. Sage während der Zeit von hinten über die Mitte am Ausschließen. Kommt wahrscheinlich verzögert über Market dazu. Ja, es sieht danach aus. Ansonsten komplett ohne Kontakt konnte man hier die Zeit einnehmen. Fängt jetzt über CT an zu verteilen. Letzter Überlebender ist die Sage. Taikia. Time to shine. Ja. Nee. Aber was willst du auch machen gegen 4 Leute, wenn du in so einem engen Raum bist? Du wartest eigentlich nur noch darauf, dass die Gegner rumziehen. Machst vielleicht noch ein, zwei Fracks und dann stirbst du. Sehr viel mehr ist halt einfach. Selbst mit, was du kriegen kannst. Genau. So. Und auch diesmal wieder komplett vor A am Starten. Also, ich würde halt wirklich mit 2 Leuten Mitte oben, einer der und mit 3 Leuten von vor B, davon gehen dann 2 über die Mitte und einer, der einfach nur Richtung B abaimt. Und dann zu 4 Leuten ganz am Anfang ein bisschen Stress auf die Mitte machen und da kann man sich immer noch umbauen. Und die verschiedenen Positionen halten. Und gut, auf Short stirbt Tenshi. Damit ist A natürlich jetzt ein bisschen unter Druck, obwohl es komplett nach B geht, wenn die Informationen stimmen.
kann man natürlich drauf reagieren. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Ja. Ach, schade. Heute auf jeden Fall keine risky Wiederbelebung am Start. Ja. Bisher. Aber braucht man auch nicht. Ja, also eigentlich hat Brimstone mit Cookie hat eine schöne Ulti, die hätte gut verwenden können. Aber man scheint sich jetzt hier gegen Mitte zu gehen. Ein guter strategischer Zug. Ja, jetzt kommt die Ulti. Du hast es zu spät gesagt. Ja, jetzt steht man wieder halt komplett für B. Wenn es noch ein Entry fällt, einfach rüber nach A, werden die Informationen gesammelt. Und dann wird man sich wahrscheinlich dagegen entscheiden. Sie gehen drauf, sie wollen das offene Aim-Duell. So, schon mal gut verteidigt bisher. Axel mit dem dritten. Ich glaube jetzt, Cookie während der Zeit das einzige vor dem Market auf der Rampe, hat die Sage gesehen, weiß aber nicht, wo der Cypher steht. Keine Ladung mehr. Die Cam jetzt zum CT. Alleine gegen 3, ob Cypher das macht. Komm, Diva, wir glauben an dich. Weil wie wird das gesprochen? Diva, Diva. Würde ich sagen, 10 Sekunden. Ja, das safe. Das wird abwarten sein, ja. Genau, hoffen, dass da noch ein, zwei reinrennen. Tun sie jetzt nicht. Schönes heruntergespielt. Wieder ein Ausgleich. War bisher eine kleine Steigerung von Alpha auf jeden Fall am Start im Vergleich zu den letzten Matches. Fühlt sich nicht mehr so wie so ein kleines Durcheinander an, mehr so jetzt auf Absprache. Ja, da wird auf jeden Fall sehr drauf geachtet. Das gefällt mir auch schon deutlich besser. Bisschen mehr Default-Spiel wäre zwischendurch nicht verkehrt, also anstatt sich immer vor A oder vor B zu fünf Leuten aufzustellen, wie gesagt, das eher ein bisschen verteilen und ein bisschen mal abaimen und gucken, was passiert. Dein Hangover 96 ist bisher auch fast jede Runde daran interessiert, irgendwie offensiv zu spielen, das muss man halt auch bisher sagen. Ne? Mhm. Da die Rainer pusht jetzt schon wieder über Short. Bis Sage geht auf und hat damit voraus. Die Mitte wieder unter Kontrolle. Hä? Sage geht aktuell voraus, kleiner Wechsel. Alle fünf sammeln sich vor A. Brimstone geht durch. Brimstone ist der Einzige, der rausgekommen ist. Und wurde direkt bestraft. Ja, aber da muss dann der Rest auch mitziehen. Aber mittlerweile, ne, ist Mutter komplett ausgeschlossen von Mitte oben. Man weiß eventuell, dass vor B nichts ist, weil da bisher übliche Dinge wie Pfeile oder sowas nicht geflogen sind und kein Contact war. Ja, Mitte ist jetzt stehen die halt schon zu drei Mann auf dem A-Spot und halt Mitte oben, genau. Das ist halt, das wird taktisch sehr klug runtergespielt. Jetzt wird langsam verschoben. So, Tenshi mit dem Doppelkill kann von Short aus damit der Rainer wen holen. Wird jetzt gleich den nächsten Kontakt haben. Wiederbelebung. Ein, drei Gegner da. X-Men von der anderen Seite kann flanken, holt sich die Sage und auch noch wunderschönen Cypher dazu. Schönes Spray Control von Viper an der Stelle. Ich hab kein Kill gesehen. Das war jetzt belastet dabei. Aber schön gespielt. Das ist jetzt auch die erste Führung für Alpha in diesem Game. Stimmt, ja. Alpha natürlich auch mit der besonderen Situation oder Motivation hier nicht ohne, hier natürlich mit Punkte natürlich das Match und das Turnier natürlich dazu verlassen. Könnte natürlich auch noch alles reinspielen. Aber auf jeden Fall eine sehr schöne Steigerung im Vergleich zum der letzten Spieltag. Oh, die Sage pusht jetzt hier über Mitte oben. Wird Kontakt nehmen jetzt ja auf die Rainer, die da vor Short unten steht, vor der Box. Ich weiß nicht, ob das siehst. Ja. Sage über CT am Rotieren mit der Viper auch noch fighten. Jetzt kommt der Viper Sage. Viper könnte sich schießen, Michael, wenn es gut läuft, ja. Und wir haben einen mit 2 gegen 2 Situation. Und verteidigt jetzt Spike mit der Ulti. Genau, Pike hält jetzt den Rücken. Das heißt, X-Man kann sich komplett auf die eine Seite konzentrieren. Nächste Shorty Action. Gewinnt natürlich das erste Endduell, weiß weiterhin sein Rücken wird gehalten. Hört jetzt aber auch schon den Cypher und dürfte das ansagen können. Und da ist die Shorty Nummer 3. Sehr schön gemacht. Geschenkt. Schön gespielt von X-Men.
Er hat ja heute auf jeden Fall das Spiel seines Lebens. Wird von Runde zu Runde stärker, der Junge. Ja. Zeigt immer wieder seinen Marktwert. Den würde ich auch so schnell nicht wieder verkaufen. Damit es in die nächste Season mit reinnehmen, wäre auf jeden Fall eine Option. Und jetzt wieder die Orb in der Mitte. Reinhardt, hast du den langsam in der Mitte ran? So, das ist mal ein Default-Aufbau. Mit dem kann man doch mal arbeiten. So muss das aufgebaut werden. Das ist ja extra, man kriegt es von beiden Seiten Stress und hat keine andere Möglichkeit mehr, als die Mitte erstmal fallen zu lassen. Während derzeit Doppel-Take von Rainer und Sage auf Short. Die haben zumindest Mitte unten zusammen unter Kontrolle. Und wollen X-Men ein bisschen Zeit freikaufen, um vielleicht oben oder so einen Pick zu setzen. Boah, wurde von hinten umrotiert, leider das schief. Aber sehr gut gespielt. Breach Ulti gegen den Take, die Sage ist down, der Brimstone kam aber durch auf die Side. Er darf sich, Brimstone konnte sich durchmogeln. Ja, Brimstone tötet Brimstone da von hinten. Es wurde nicht ganz mitbekommen, dass der durch ist. Rainer jetzt alleine die Chance mit der Spike auf den Nahe zu gehen. Brimstone hat hier alle Attention, die er braucht, um so viel Zeit wie möglich rauszukaufen. Krieg jetzt Besuch. Ist jetzt natürlich tot. Jetzt wird noch ein bisschen B-Spot ausgecheckt. Man weiß natürlich nicht genau, ob es vier sind. Daher ist Rainer noch ein bisschen langsam unterwegs, aber sie wird jetzt gleich, denke ich, zum Plan gehen. Jetzt wird verschoben auf A. So, wasch deinen Nacken. Time to shine. Eine Scout, eine Diegel, vier Gegner. Und 35 Sekunden musst du sie hinhalten. Natürlich auch ein typischer Spot. Ja, vielleicht jetzt ist er gesehen. Ja. Falke spottet ihn natürlich, sieht da die linke Schulter an der Box vorbeigehen, wenn er dann in diesem Winkel steht, daraus resultiert ein Easy Frag für ihn. Eine easy weitere Runde für Alpha Esports. Ja. Gefällt mir von beiden Seiten weiterhin sehr gut, was ist hier. Auch wieder sehr, ein sehr schönes Match bisher. Waffe hier. Oh, diesmal aber wieder ein bisschen B-lastiger aufgebaut. Die Rainer ist Mitte oben. Ja. Scheint aber doch vor A bzw. Mitte oben wieder sein lassen zu sollen und schleicht über den T-Spawn. Warum schleicht der? Ah, egal. Seine Sache. Ab nach Mitte? Ja, man geht trotzdem zu vielen Leuten Mitte. Ich denke, über Mitte oben hätte man auch mitgehen sollen, aber gut, wenn man da rauskommt, warum denn nicht? Dann gehen sie halt so über die Mitte. Oh, Short wird jetzt der erste Contact, der Tisch laufen. Immer das Market noch weggesmoked. Ja. Die Rainer stirbt. Die CT Sage ist jetzt auch noch im Duell. Wisp gegen Palkia. Palkia, die einzige Instanz zwischen dem A-Spot und dem gesamten Hangover-Team. Lässt jetzt aber seinen Spot fallen. A ist damit theoretisch erstmal offen. Aber X-Men und Palkia zusammen am Verschieben auf die Side. Die Wahl kann im nächsten aus dem Market holen. Jetzt ist Brimstone alleine auf B. Nach und nach fällt hier das Team. X-Men kriegt Besuch. Palkia weiß Bescheid. Ja, 2 gegen 3, er muss jetzt alleine erstmal um A halten. Da geht's nach A. Kugel wird derzeit alleine auf B. Hat jetzt die Möglichkeit, noch alles einfacher zu machen für Palkia, schafft's nicht. Ja, all eyes on Palkia. Letzte Runde der Halbzeit. Trifft jetzt gleich erstmal auf Comanche. Hat ge. Aber von den Ausbruchsparen da. So ein Schade, dieses Timing. Also er hatte richtig einen Riecher gehabt, er hat die Jungs von hinten gehört, aber hat dann leider ein ganz kleines bisschen Kopf oder Schulter gezeigt. Gegen Comanche, der da ja noch auf das Zeit war. Ja, schade drum, ne? Na schade. Aber auf jeden Fall 7-5. Eine spannende Ausgangslage für die zweite Halbzeit. Mein, der Bug ist auch rechtzeitig dafür da. Wird hoffentlich dann beim nächsten... zur nächsten Season dann gefixt. Wir können es nur hoffen. So. Wenn ich das richtig sehe, ist jetzt Hangover 96 Angreifer? Nee, ne? Nee. Hangover und Verteidiger. Hangover 96 ist jetzt Verteidiger, genau.
Und das Alpha Esports Team will sich da komplett über A aufbauen, holen sich aber leider den Orb, was natürlich laut ist und sehr viel mitteilt, nämlich dass da auf jeden Fall jemand ist. Das gesamte Hangover 96 Team verschiebt jetzt auch schon, versucht es gleich A zu halten. Die sind zu 5 Mann da, der Rush geht los. Sage down. X-Men stirbt auch beinahe noch, kann ihn aber wegbürsten. Schöner Tausch. Und jetzt denke ich, wie auf so einer schönen Map geht's jetzt in die Aim-Duelle rein. Boah, die war mit den komischsten Bursts, den ich jemals gesehen habe. Aber hey, es funktioniert. Darf sich noch einen holen. Die wir gönnt. So, jetzt ist da noch Rainer auf lang. Und da ist der Sieg für die Verteidiger. Naja, die Wahrheit will immer bleiben, Duell ist ein Duell. Wenn man es nicht gewinnt, dann hat man es verloren. Du hast anscheinend immer noch Turnier falsch geschrieben. Du sollst das eher wegmachen. Na, passt. Das sollte passen. Aus YouTube-Sicht passt das. Wir haben die Lizenz für ein Turnier. Lebt damit. Das kommt hier hin. Versammlung wieder vor B. Oh, man baut jetzt hier Richtung B auf. Gleich kommt Breach mit der Flash und ich denke, dann soll auch der Engage kommen. Die Sage stirbt. Und mit Alpha Esports mit dem Entry Frag. Die Side ist theoretisch weiß, Cypher steht immer noch am CD-Spawn, wird aber gut gegengedrückt, muss sich jetzt auch zurückziehen und die Side komplett fallen lassen. Und der Plant ist da auf B. Waschstein nackt mit einem Flag auf Tenshi, wir haben jetzt eine 4 gegen 4 Situation und da kommt hoffentlich noch einer. Nur noch Viper jetzt, zum Halten der Side. X-Men schafft es leider nicht. Ja, was willst du machen gegen 4 Leute bzw. 3, die von allen Seiten kommen? Hm. Ja, die Bombe war halt gelegt, aber da hatte man sich noch nicht ordentlich wieder rechtzeitig aufgestellt und zu dem Zeitpunkt hat natürlich innerhalb vom Alpha-Team gab es auch eine kleine Verwechslung. Wo? Beim ersten Bomb-Plan wurde abgebrochen, weil Viper dachte, da wäre jetzt ein Gegner neben ihr, aber war einer aus dem gleichen Team. Und dadurch wurde das alles noch so ein bisschen verzögert und das kommt dort kam natürlich jetzt eine doofe Situation dadurch zustande. Aber oder für den Ausgleich, 7-7, bleibt weiter entspannt. Also Alpha eSport jetzt für den nächsten Angriff aufgebaut vor dem B-Side. Aber auch zwei Stück, die so aussehen, als wollten sie erstmal in die Mitte ein wenig kontakten. Während derzeit das Hangover-Team komplett defensiv. Sich für B haltend. Comanche versucht Info zu sammeln in der Mitte, aber da fliegen jetzt auf beiden Seiten natürlich die Smokes. Jetzt in die Mitte auskästen, jetzt soll der Bego kommen. Oh, X-Men konnte die Situation noch retten. Ja, holt den Entry gegen Wisp. Rainer lässt die Situation auch kommen. Genau, da ist die Ulti-Plant-Bat-Kombo. Ultige Wall. Escaria konnte den Kill deswegen auch noch holen. Zwei rücken jetzt nach. Auf B. Brimstone kommt aus der Mitte. Rainer macht da sogar schon den Take, geht jetzt ins Duell mit der Viper, während der Zeit Cypher noch damit beschäftigt, die Wall kaputt zu machen. Rainer fängt an zu diffusen und ist. Die haben keine Ahnung, es wird nichts gewusst. Jetzt kommt die. Ei, was sehen meine Augen da? Oh, Tenshi holt's irgendwie und ich weiß nicht warum. Holy. Glück im Unglück. Ja, es gibt so Situationen, da weiß ich nicht, wie man das kommentieren soll. Welcome to the Paralympics. Nein, aber wir zurück zu den Fakten. Wir sind hier gerade live in Las Vegas. Es geht um 100.000 Euro. Alpha eSport gegen Hangover 96. Derzeit 8-7. Wir sind schon bereits in der zweiten Halbzeit. Und das gesamte Alpha eSports Team entscheidet sich hier wieder vor aufzubauen. Nimmt aber wieder einen Orb, gibt sich damit eventuell bekannt. Drei Hangover-Spieler immer noch im Market, die Mitte und B gleichzeitig am Abchecken. Bereit dazu, schnellstmöglich Richtung A zu switchen, wenn der Go kommt. Aber momentan ist noch eine Ruhephase. Rainer beobachtet derzeit noch die Mitte. Kämpf und die war es drauf. Hatte Breach gesehen und markiert. Das ist ein weiter bekannt. Sage rotiert mittlerweile oben. Steht gleich zu dritt auf A.
man bekannt ist, ist auch Alpha Esports aufgefallen, die sich jetzt auch wieder umbauen. Ja, und jetzt haben wir eine ganz neue Map-Situation. 3 auf A, 2 in der Mitte, B ist offen. Die Jagd beginnt. Ich heile dich. Sage Schall ist gespürt. Ulti rechtzeitig ausgewichen. Tenshi kommt ja jetzt von B, hat die beste Position, um Infos zu sammeln und zu sagen, was abgeht. Ei, mutiger Spray. Sage Battle. Es wird 1 gegen 1 getradet. Ja, in der Mitte ist auf jeden Fall noch Battle. 3 Leute mit oben. Jetzt geht's wieder nach A. A wird offen gelassen. Unfassbar. A. A ist offen, Brimstone hat da jetzt die Chance, das Gegen zu holen. 2 gegen 1 Situation. Verliert aber das Duell. Safe Battle geht weiter. Wird's auch noch dadurch. Sehr offensiv, was die sich hier alle trauen. Mhm. Race über den T-Spawn. 2 gegen 2, richtig. Cypher sollte auf jeden Fall warten, bis die Race da ist für die Aim-Duelle. Ansonsten, ja, kann man sich jetzt natürlich im 2 gegen 1 darauf konzentrieren, wo die Race kommen wird. Sie hat den Bonus, dass sie noch von hinten kommt und damit nicht ganz bekannt ist. Jeglich Rainer guckt gerade nach hinten, da wird jetzt auch das Aim-Duell kommen. Gewinnt das Aim-Duell, muss jetzt gegen einen Breach ran im 1 gegen 1, die Bombe tickt. Hat aber ganz klar einen HP-Vorteil. Drückt den Breach um. Halb durch die Wand, halb in die Brust. Egal wie, Kill ist Kill. Damit wieder der nächste Ausgleich. Ja, bleib jetzt kann er. Schöner Klatsch. Schöner Klatsch. Freu dich ein bisschen. Ja. Ja, das ist immer noch komplett unentschieden zwischen diesen beiden Fronten. Weil wir natürlich mit einem 7-5 in die Halbzeit gegangen sind und seitdem Hangover 96 um 2 Punkte verkürzen konnte, beziehungsweise ausgleichen konnte. Alpha darf jetzt aber allerdings kein Match mehr verlieren, sonst ist trotz Win nicht mehr drin als der 4. Platz. Doch, ich denke, da ist eine ganze Menge Ehre drin. Das sowieso. Oh, man versucht es wieder Richtung B. Immerhin gab es hier schon ein paar Mal erfolgreich den einen oder anderen Frag. Man kann auf jeden Fall gute Utility vektoren. Render ist nun bekannt, dass sie da irgendwo ziemlich close stehen muss. Sage will das M-Duell eingehen. Und jetzt kommt der Go. Und da zieht man wunderbar zusammen raus. Versucht jetzt Richtung B aufzubauen. Mittlerweile werden sie umkreist. Brimstone und Rainer von hinten. Hannover 96 versucht ja bereits für den Retake zurecht zu rücken. Viper verliert das M-Duell. 2 gegen 4. Da ist wieder eine gute Ulti von Viper. Aber es passt zeitlich nicht. Du bist mit dem ersten. Und sehr schnell geregelt. Kommt jetzt die Stage von der zweiten. Ja, schade. Schöne Ulti-Idee, aber ohne Munition, mit wenig HP und 2 gegen 4. Hm. Ne, auch wenn wir blind wären, wir finden unsere Ente in der Badewanne. Immer. Und das war auch hier nicht anders. Das ist wieder ein Satz, kommt wieder ins Buch. Hä? Was ist zum Thema vom Samstag? Deine Zitate ins Buch verewigen. Das sollte passen. Ja, nach 10 Seasons kommt ein Buch raus, Saschas dumme Vergleiche. Ein 270-seitiger autobiografischer Sprücheklopfer. Ansammlung von Mitte. Ja, also bisher von Mitte oben aufgebaut, die Viper alleine mit dem Spike vor A. Solange sie defensiv bleibt, wird das nicht schlimm sein, hoffentlich stirbt sie dann nicht gleich irgendwie alleine. Alpha Esports ist sich ja auf jeden Fall noch am überlegen, ob sie da jetzt drauf gehen, ob sie noch warten, ob eventuell eine Rotation angehauen werden kann und man wieder zurückziehen kann, so wie es jetzt nämlich aussieht. Will man eigentlich gar nicht für A gehen? Und verschiebt hier oben. Natürlich über Mitte oben kann man weiterhin Druck machen, das war ja bisher bekannt. Jetzt wird Mitte oben Druck gemacht, die Sage sieht das als einen Hinweis dafür, dass A gegangen wird. Breach und Brimstone jetzt gleich perfekt, um A noch ein bisschen was zu faken während der Zeit. Bauen sich schon Viper, Rainer und Sage zusammen vor B auf und werden jetzt gleich auf die Race contacten. Ich denke aber, Breach und Brimstone machen jetzt erstmal den Fake auf A. Genau. Haben abgewartet, bis sie bereit waren, um vor B zu warten. Jetzt legen sie los. Ja, Viper zieht die Wall hoch. Breach geht langsam vor, Brimstone auch. Eben noch ein bisschen was dahinter, aber nicht schlecht. Aber jetzt sind sie bekannt. Also, ja. Der Spike ist bekannt. A wird sofort umrotieren. Breach noch mit, was geht? Die schult sich zumindest noch den Kill auf der A-Side, um das Ganze ein bisschen zu reduzieren, noch was machen. Aber ich würde sagen, der größte Gegner sind nicht nur die drei Leute, die jetzt auch schon auf dem B-Spot sind und auf die Gegner warten, auf die Angreifer warten, sondern es ist auch die Zeit. 15 Sekunden sind dann noch übrig. Denke mir, das Sniper-Situation ist schwierig gewesen.
Hangover 96 jetzt in einer 4-2-Situation. Der Spike ist mittlerweile auch bekannt. Und noch kommt Brimstone und Breach. Up-Aim, die Frags holen. Zum Glück kann das Ganze sehr viel reduzieren, aber die Zeit ist leider vorbei. Ja. Und wird noch abgeholt. Zumi auch noch mit dem vierten. Ja. So, dazu großartig sagen. Mensch, hat es klug gemacht, er hat auf die Uhr geguckt, hat gesagt, okay, ich chill mich jetzt hier irgendwo hinter die Wand, dann geht die Runde an uns. So, die Mitte wird diesmal sehr früh gesmoked. Man geht wieder über Mitte oben und über die Double-Door-Bereiche. Perfekter Aufbau, so sollte man die Mitte einnehmen. Jetzt muss man nur aufpassen, dass man auch Richtung A und Richtung B bis in Kontakt hat. Der Shikaria mit der Ulti. Zimmert sie nach Mitte oben, kann aber keinen Double holen. Mitte ist weiterhin eingenommen. Ich weiß nicht, ob man versucht, Richtung Marke zu gehen, aber es wurde weggewallt. Entsprechend jetzt hier Comanche alleine im Duell von Short aus. Ist aber am Nachladen und wird geholt von X-Men. Ja, kleine Sünden. Ne? Ich bestrafte, liebe Gott, immer sofort. Cypher macht die Ulti. So, Alpha eSports hat jetzt alle Informationen, die sie brauchen, um eine Entscheidung zu treffen, um eine Richtung A geht. Ja. Theoretisch ist man tatsächlich auch vielleicht ein Sekündchen früher da, wird die Zeit aber nicht einnehmen können und sollte damit rechnen, dass man jetzt natürlich auch in einen Kampf ein Duell verwickelt wird. Guckt hier eine gute Chance, eigentlich die Ulti zu nutzen, macht damit Heaven frei. Wiederbelebung von Sage, Comanche wieder da. Und wieder sind es Cookie und Zumi, die zusammen gegen ganze Hangover 96 Setup spielen müssen. Cookie musste nachladen. Und Zeit gehört ihm. Die Spray ist jetzt noch auf Hangover. 11 zu 8. Schön gemeinsam geretagged, schön gemeinsam draufgegangen. Auch rechtzeitig die Informationen gelesen. Ich meine, das muss man auch immer sagen. Es gibt ja Leute, die beschweren sich, ja, Cypher Ulti wäre so unfair, weil man weiß ja auch, wo alle Gegner sind. Aber man muss sich überlegen. Wenn ich von der Ulti von Cypher erwischt werde, dann weiß ich ja auch, dass meine Gegner wissen, wo wir alle sind. Und daraus fängt dann eigentlich das Mindgame an. Das heißt, natürlich musst du danach auch als Verteidiger oder als Geulteter, also jemand, der dessen Position ist bekannt ist, damit arbeiten, dass deine Position bekannt ist, indem du Leute reinloggst, indem du dann auf die andere Cypher schiebst oder. Kann man alles zusammen Vorteil nutzen. Jetzt sollst du auf jeden Fall nach B gehen. Alpha eSports, genau, vor B. Spielen hier mit einer Eco, ich sehe da einige Pistols, eigentlich Rimson alle mit einer Pistole. Macht Stress an der Mitte. Kannst nicht die B-Side ist als Zeit auch zumindest komplett frei, man macht Marke zu. Und nun wird sich von CT auf aufgebaut. Vier Hangoverianer, oder wie man das nennt. Stehen da, derzeit am 10. Spawn und warten darauf, früh genug den Taker zu machen. Pike noch an einer Sonderposition, kann den ersten holen, kann den zweiten holen. Wunderschön gespielt, Pike, ja. Ja, Marke ist bekannt. Und jetzt sind beide Gegner bekannt. 2-on-2. Wie immer sehen wir Zumi, beide spielen sehr der in einer Molly läuft, ganz gefährlich. Technik Kunst nicht nutzen. 1 gegen 2, Ulti. Gut gemacht. Und natürlich der Plant. Schöne Flash, aber das wird natürlich reichen, um zu defusen. Eine ja, sehr schöne Ulti natürlich, um da hinten frei zu machen. Aber man muss auch sagen, das war eine sehr gute Runde von Alpha eSport. Es war eine Eco, man hat die Bombe gelegt, man hat drei Leute getötet, man hat Ultis rausgezogen. Das lief natürlich nicht ideal für Hangover, aber sie konnten die Runde ja zumindest noch sichern. Haben wir jetzt natürlich jetzt auch den Matchball und hallo nochmal an alle, die jetzt gerade dazukommen, um das Finale mit zu begutachten. Ja, also ab jetzt, ne? Hangover, wenn nicht jetzt, dann gar nicht mehr. Ich meine Alpha eSports. Da spricht jetzt noch der aus der ersten Runde. Jetzt muss dominiert werden. Ja, den Spruch hätte ich ja springen sollen, als ich mit den Jungs gespielt hätte. Dann ständen die jetzt schon bei 2. Und Gleichstand mit der Unterhosenmafia. Ja. Wiederbelebung ist am Start. Wieder 5 gegen 5. Pike geht in Zumi aber auch direkt wieder. Natürlich, was soll er auch sonst machen, letzte Runde? Ja. Nächster Snipe, andere Pusi, andere Sniper. Sollte man verlieren, kann man den Spell nicht mehr mit ins nächste nehmen. Ansammlung für A. Jetzt vier Mann Richtung A. Comanche down. Was wichtig ist für ein Entry, aber da muss es auch weitergehen. Es ist nicht bekannt, wo die war steht. Der wird jetzt mit der Orb im Heppen oben links. Versucht es tatsächlich einfach mal mit Smokebanks.
Das ist die Ulti-Plant-Kombo. Und sonst zieht auf jeden Fall komplett sein Ulti drüber. Pyke geht ja noch leider sterben an der Orb von Sage, von Wisp. Wurde aber schaut, bevor die Wallcard unten war, gepickt. Da kommt ein Race von hinten. Wall fällt jetzt auch und ich denke, damit wird dann jetzt auch der Retail Ball. Brimstone ist rausgerannt. Einer gegen vier. Sumi mit den besten Chancen, aber ja. Das war's. Ja, komplizierte Mechanics, die man für die Spades von Race braucht. Und das war's. Ja. Da gewinnt der Staubsauger die Runde. Damit ist das letzte Match von unserem Turnier. GG an Hangover 96. Und GG an Alpha Esports. Sehr gut für Freiburg. Auf jeden zweiten Fall. Und den vierten Platz. Das war ein schönes Spiel. Das auf jeden Fall. Das war ein sehr schönes Spiel. Das kann man jetzt. Ich halte es jetzt auch direkt schon mal fest. Das war auf jeden Fall das allerletzte Match, Leute. Das war es auch mit unserer kleinen Season 1. Bei Season 2. Ganz ruhig abwarten, das kommt noch alles nach und nach. Das schauen wir einfach mal. Erstmal Shoutout an alle, die jetzt zugeschaut haben, sich das nochmal gegeben haben, obwohl sie nicht mehr dran waren. Und kann man auf jeden Fall mal appreciaten, diese wunderschöne Steigerung. Die kann einfach, wenn es eine zweite Season geben sollte, könntest du diese Leistung gerne mit ins Turnier nehmen. Als Start. Im Gegensatz zum Anfang hat man auf jeden Fall gesehen, was sie noch draus machen konnten aus den letzten Tagen. Auf jeden Fall sehr gut. Damit wechseln wir einmal auf das Startgebiet. Aber 13:08 auf jeden Fall sehr spannendes Match noch heute gewesen. Und da kann man es auf jeden Fall mal machen. Kann man sich auf die Schulter klopfen. Ich gebe jetzt alles nach und nach ein. Aber war auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen, war ein sehr schönes Turnier. Ja, ich freue mich doch auf jeden Fall auch auf die nächste Season. Vielleicht dann nochmal als Teilnehmer, vielleicht mache ich noch Teamfetch da, aber vielleicht auch wie dieses Mal. Ja, das ist ja die Qual der Wahl, die du hast. Ich meine, hast du jetzt natürlich gerochen, was da oben jetzt gewartet hat mit Unterhosen Mafia, die natürlich auch schon gesagt haben, dass sie wieder Interesse hätten. Das heißt, könnte dich natürlich jetzt auch hart anstacheln, jetzt zu sagen, Titelverteidigung wird nichts. Bin ich mal auf jeden Fall gespannt. Wir schauen natürlich, also Season 2, wir geben nach und nach mal Infos, so auch in, was weiß ich, in den Foren, wie wir es, also wir wird Infos werden so verteilt wie beim letzten Mal auch. Das werden wir dann auf jeden Fall so nach und nach gucken. Wir werden natürlich jetzt erstmal ein kleines Päuschen machen, also nicht direkt, morgen geht nicht direkt Season 2 los, also ihr müsst jetzt nicht anfangen zu suchen oder Leute zu verkaufen, neue Leute einzustellen für teures Geld. Also ich stelle mir so einen Wochenvertrag von ja, 500.000 aufwärts, dann könnt ihr mich buchen. Und bei deinem Riegel hat 10 Euro gereicht. Das ist aber ein krasses Verhältnis hier. Naja, aber ne, man wächst ja auch. Nein. Aber auf jeden Fall sollte ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Das sind jetzt auch alle Daten drin. Sonst gerne einmal gleich wieder erwähnen. Hier sagen wir die finale Tabelle. Unterhosen Mafia hat sich natürlich gegönnt. Hat auch nochmal reingeschaut. Finde ich übrigens sehr schön, dass ihr nochmal Interesse zum Finale jetzt bewiesen habt. Wollt natürlich dann gucken, was denn die anderen noch so machen. Finde ich, wie gesagt, sehr cool. Und ja, auf jeden Fall ein sehr schöne Aufteilung. 9-6-3-0. Aber trotzdem eine sehr gute Leistung von allen Teams natürlich auch. Steigerung gesehen. Man hat von jedem Team irgendwie mal sehen können, wenn sie von Inki irgendwelche Kritik bekommen haben, dass sie diese dann umgesetzt haben fürs nächste Mal. Teilweise haben auch. Das habe ich gar nicht so gemerkt. Ja, also auch bei Hangover. Bei dem ersten Match gab's wohl. Hast du ja auch mir erzählt danach, dass du noch Versprechen so den erzählt hast und das hatten sie dann, habe ich mir noch angehört, aus deren Sicht beim zweiten Match, dass sie das auch direkt umgesetzt haben und das auch vor Augen hatten, diese Kritik und das finde ich zum Beispiel auch sehr cool. Ja, das cool, freut mich natürlich. Ja? So, das finde ich persönlich auch sehr cool, dass man aus dem Turnier noch was mitnehmen kann, auch so als Team. Vielleicht hat man jetzt ja auch gesagt, hier komm, einmal jetzt 3 coole Spiele gehabt, Season 2, da sehen wir uns dann. Wäre natürlich cool, also jeder, der jetzt
teilgenommen hat, ist natürlich wieder gerne willkommen. Aber wie gesagt, wir werden einfach Bescheid geben, wenn es soweit ist. Wird sich nach und nach dann einrichten. Ihr könnt zum Finale jetzt, ist jetzt leider schon vorbei. Auf jeden Fall schon mal ein Danke an dich, Inki, dass du auch dieses Spiel wieder mitmoderiert hast. Ja, immer gerne. Und genau, jedes Team kann gerne einmal in Discord oder mir per DM auf Discord oder unter den YouTube-Videos, whatever, gerne Kritik, Feedback dalassen für das Turnier, damit wir das im bestmöglichen Fall natürlich dann verbessern könnten für eine zweite Season, falls wir eine machen sollten. Sowohl positiv als auch negativ, dass wir wissen, was kann man machen. Ideen sind schon mal da, was man auf jeden Fall nochmal verbessern sollte. Die sind mir selber halt schon aufgefallen. Oder was man noch machen könnte. So ein paar Gedankenspielchen waren auch schon da. Also mal gucken, ob das bestätigt wird im Nachhinein. Das werden wir dann natürlich alles sehen. Aber auf jeden Fall sehr cooles Turnier gewesen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke an alle, die eingeschaltet haben. Danke an alle, die mitgespielt haben. Genau, an alle Teams waren auch sehr viele Rotationen drin. Man hatte kein Match war wie ein anderes. Das war alles immer sehr spannend, so alles so zu beobachten. Auch so die Erfahrung mal sowas so ein kleines Turnier so vorzubereiten und sowas so zu managen nebenbei. Das war schon sehr cool. Also deswegen auch ein großes Danke von mir aus nochmal. Und auch gerne einmal bei dem Icky vorbeistürmen, ob es jetzt hier im Stream sind oder bei der VOD nachher und einen Ehren-Icky da lassen in den Chats, ja. Würde mich freuen. Immer danke. Und war auf jeden Fall ein sehr cooles Turnier. Ich kann einfach nicht so viel zu sagen. Es alles sehr cool gewesen, jedes Match. So die ganze Interaktion zwischen dem Chat, zwischen den Teilnehmern, zwischeneinander, haben sich ja selber auch, hatten ja auch untereinander geklärt, wann man verschieben könnte. Und jeder hat jedem Spaß gewünscht und es war alles im Allem auf jeden Fall Erfolg, würde ich das jetzt mal betiteln. Und ja, ich finde, das ist ein sehr schönes Finale jetzt gewesen. Leider jetzt vorbei, aber wo ein Ende ist, dann ist auch irgendwann wieder ein neuer Anfang. Aber das wird sich dann erstmal zeigen. Genau, da sehen wir uns Und dann einfach ja. in der nächsten Season wieder. Genau. Oder hier auf Ja. YouTube beim nächsten Valorant-Video. Genau. Wie gesagt, schaut doch beim guten Inki vorbei. Und ich meine, ihr habt jetzt auch genug Möglichkeiten gehabt, hier jetzt auch ein paar andere zu sehen, was für Leistung die drauf haben. Wer weiß. Vielleicht haben sich jetzt ja hier Freundschaften geschlossen oder so. Alles möglich, alles ist möglich in einem Valorant-Turnier. Wir haben es ja in den letzten Tagen oft genug gesehen. Aber ja, ich kann einfach jetzt nur abmoderieren. Danke an alle sagen, die jetzt, ob es jetzt Inki war, der hier wunderbar moderiert hat, ob es jetzt die Teilnehmer waren für ihre grandiosen Leistungen oder ob es jetzt der Chat war, der es einfach so spannend mitverfolgt hat und sich einfach hier interessiert hat, sowohl fürs nächste Turnier als auch für die Teilnehmer. Es wurden Sympathien hier gebildet, welches Team hier, wer für we welches Team ist. Und das war einfach eine sehr schöne Erfahrung, das gemacht zu haben. Allein deshalb gucken wir einfach mal, wie wir eine zweite Season umsetzen können. Wird natürlich jetzt nicht von heute auf morgen passieren. Also, bisschen chillig daran gehen. Ihr kriegt auf jeden Fall die Info damit, ob es jetzt auf diesem Kanal ist, also auf Discord ist. Wenn ihr in den Foren vertreten seid, spätestens da werdet ihr es auch sehen. Hoffentlich sieht man sich dann vielleicht wieder und vielleicht, Reingehauen, wieder geschaut. wir werden es dann mal richten beim nächsten Turnier. Bin gespannt. Aber auf jeden Fall noch einen sehr schönen Restabend und eine schöne Restwoche. Haut rein und Ciao. ciao. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying?